Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Luzern. Mein Name ist Oliver Frey. Ich bin Geschäftsführer von der Pro Juventute Luzern. Kürzlich haben wir den Energiespielplatz in Entlebuch eröffnen. An drei verschiedenen Spielstationen lernen Kinder die erneuerbaren Energieträger kennen. Es sind das Wind, Wasser und Holz. Die Spielstationen heissen Wasserschloss, Windstoss und Holzweg. Hier unten befinden sich verschiedene Wasserräder, die sich durch den Spieltrieb der Kinder in Bewegung setzen. Über verschiedene Spritzen können Kinder Wasser in Energiekreislauf pumpen. Wenn die Kinder Holzschnitzel in den Trichter einbewegen, setzt sich eine Wasserpumpe in Gang, die das Wasserrad zum Laufen bringt. Wenn die Kinder die Windräder drehen, fällt sich das Wasserrad an zu bewegen. Die Steine und Asthüpfen schaffen Lebensraum für Reptilien und andere Tiere, die, die Kinder beobachten können. Dank Swisslos haben wir den einzigartigen Spielplatz realisieren können. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.